und herzlich willkommen zur 138. Folge von Forza Horizon 4. In diesem Winter gibt es auch wieder zwei neue Minis zu gewinnen. Und einer davon, der steht hier, der 2018er Mini John Cooper Works Countryman, was ein SUV der Marke Mini ist. Und John Cooper Works ist ja bekanntlich die leistungsstärkste Variante. Und hier haben wir auch schon, wie im John Cooper Works Convertible, den 2-Liter Motor mit 231 PS. Das ist schon ordentlich Bums hier unter den vier angetriebenen Rädern, also Allradantrieb, deswegen heißt auch der Countryman All 4. Glaube ich sogar der einzige Countryman mit Allradantrieb. Ordentlich Bums. Und wir haben serienmäßig eine Sechsgang-Handschaltung. Eine Sechsgang-Handschaltung. Und wir haben hier sogar das optionale Achtgang-Automatikgetriebe verbaut, was ich eigentlich, wie ihr wissen solltet, sehr geil finde. Und ja, den testen wir heute mal. Also geht direkt auf meine Teststrecke. Mit einer 3 Minuten 23,370 sortiert sich der Mini sogar über dem Nissan Sentra Nismo ab. Oder einen, der sogar 8 Punkte mehr hat, aber 1,1 Sekunden langsamer ist. Und das nächstschnellere ist dann noch der VW Touareg. Diese Woche B-Klasse. Ich sage noch, weil in Folge 140 wird es ein Auto geben, was sich zwischen dem VW Touareg und dem Mini setzen wird.
Ich sag aber noch nicht was, das ist. Mein Geheimnis ist eigentlich nicht mehr, das könnt ihr sogar schon nachgucken. Weil alle Fahrzeuge von Folge 140, wo ich ja wieder 10 Autos fahren werde, die sind alle schon eingetragen. Könnt ihr, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, könnt ihr da schon in die Tabelle reingucken. Ne, erster Link in der Videobeschreibung. Oder könnt es lassen und euch überraschen. Weil Smandy hat eigentlich eine ganz gute Figur gemacht und ich fand, da fuhr sie auch ziemlich gut. Auch, denke ich mal, dank dem Allradantrieb, der dem Wagen wirklich eine Menge hilft. So, wieder umswitchen. So, dann geht's mal ins Tuning. Die Farben habe ich schon geändert. Serienmäßig in so einem dunkelgrün und halt das Dach und Spiegel sind in rot. Sieht geil aus, aber ich habe das Grün einfach mal durch Blau ersetzt. Und die Felgen sind bei mir jetzt kupferfarben. Oh. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. So, Motorswap. Es geht dort ein Turbo Rally Motor rein und nö. Ich meine, wäre vielleicht mal. Obwohl. Nee. Der Wagen soll doch ein bisschen normal bleiben. Ein bisschen. Vergetrieb umbauen. Macht eigentlich keinen Sinn. So, Spoiler. Der geht sogar in Ordnung, aber brauchen wir bei einem SUV, glaube ich, eher nicht so. Und, ja. Nein. Was ich aber ganz geil finde, eigentlich hier ist die, Auspuffanlage. Bei den Endrohren links und rechts. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Für 230 PS Auto. Vor allem auch für ein Mini, das sieht, finde ich, schon ganz ansprechend aus. Ich finde, so hoch liegt er auch gar nicht. Obwohl es ein SUV sein soll. Aber das mit dem Hochlegen werden wir jetzt auch gleich mal wieder ändern. Richtig schön bremsen. Wir haben zwar Winter, aber da gebe ich mal einen dicken Fick drauf. Das Ding wird nämlich ein bisschen runtergesetzt. Was auch nicht gefällt. Das hat man nicht so stark gemerkt, aber der Wagen, der wiegt sehr viel. Ich meine, der Wagen ist nur ca. 4,30 Meter lang und wiegt hier über 1600 Kilo. Das ist schon ziemlich schwer. Deswegen machen wir eher so das draus. Das passt mir dann doch schon. So fällt mir schon ein bisschen besser. Renngetriebe, ist ja klar. So, der Kategorie machen. Ach, die andere Seite lasse ich mal. So, mehr Leistung wird er auch bekommen, auf jeden Fall. Ich will so in die Richtung, naja, also 400 PS wollte ich haben. Die Frage, machen wir Winterreifen drauf oder? Okay, wir haben sogar zwei verschiedene Winterreifen, tatsächlich. Aber Winterreifen. Obwohl. Wenigstens die Winterreifen. Ein Drag machen wir nicht. Es gibt sogar zwei Arten von Winterreifen, das wusste ich gar nicht. Wir nehmen mal die. Ja, die werden nicht. Obwohl, hier sind die Bremsen ganz gut, aber da sind mir scheißegal. Ich denke mal, die reichen. Reifen beide können wir auch mal ein bisschen. Ja, 250er ist jetzt ja auch nicht so viel. Felgen, ich glaube, ich lasse die sogar, aber den Zoll größer mache ich die gerne. Obwohl, wir machen keine Winterreifen drauf. Machen wir so Sportreifen. Ja, das gefällt mir doch schon besser. So, aber die Spurweite, oh, die kann vorne ganz. Und hinten eigentlich auf jeden Fall. Ja, das passt super. Vergleiche ich glaube ich so. Ich finde, die könnten sogar noch einen Zoll größer. Wie viel Zoll haben wir jetzt? Jetzt haben wir schon 20 Zoller. Eieiei. Das ist, ich meine, 20 Zoll, das ist ja schon riesig. Auf der Wagen sieht das allerdings nicht so riesig aus. So, wir brauchen ein bisschen mehr Ladedruck. Ja. Also ich denke, wir werden noch in der A-Klasse bleiben. Schätze ich jetzt mal. Sogar mehr Hubraum machen auf 2,3 Liter. Wir lassen mal 2 Liter. Wenn dann so 2 Liter Hubraum und 400 PS, das ist schon. Das ist ordentlich. Wenn das überhaupt schafft, hier der Motor. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist das auch nicht so schlimm. Okay, schafft er sogar. Weil jetzt fehlt noch Hubraum. Das könnte ich machen. Dann würde er es auf jeden Fall schaffen. Oder halt Nockenwellen.
Ja gut, die machen so ein bisschen mehr Leistung. Da können wir gucken, was wir jetzt an Leistung hätten. So, da hole ich mal mein schlaues Handy. Mit dem schlauen eingebauten Taschenrechner. Also 279 mal 1,36 sind... Na gut, 379 PS, die wir jetzt haben. Obwohl das jetzt ja eigentlich auch nicht so wenig ist, ne? So, speedtechnisch sind wir hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Glaube, das reicht sogar eigentlich so. So, auf 1495 Kilo. Das Ganze. Denke, das ist doch schon ein bisschen besser als in der Serie. So ein bisschen. Oh, eine schöne Achtgangautomatik. Finde ich echt geil. Das ist auch bei Autos mit immer relativ wenig Leistung. Solche Getriebearten gibt. Was ich auch kenne, halt ist beim aktuellen Ford Focus, glaube ich, als 150 PS Diesel, gibt es auch mit 8-Gang-Automatik. Und den neuen Opel Corsa F wird es auch mit 8-Gang-Automatik geben. Was ich übertrieben feiere. Okay. Betrieb ist ja aber ganz schön hart frontlastig ausgelegt. Das werde ich jetzt mal ändern. 50-50. Jetzt haben wir halt schon echt dick Leistung. Also fast 380 PS. Erwartet, glaube ich, in diesem Auto so gut wie gar keiner. Das ist echt schnell. Mit Topspeed so 270, so ja, das geht in Ordnung. Ist jetzt für 380 PS. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. So 280 wäre auch schön. Ah, dann kann er nicht alles haben. Kleiner Wagen stellt auch erst Nivea, dann hat natürlich auch eine Aerodynamik von der Schrankwand. So gefühlt. Da ist das Ganze auch nicht so schlimm. So, Getriebe kommt auch ein bisschen kürzer als Serie. Weil wir haben 8 Gänge, also können wir die auch so ein bisschen verbraten. Oh, da fehlt ja noch nicht so lange. In der 5. so bis 200 fahren. Hier sogar 217. Ich sage, Topspeed fahren wir vielleicht sogar im 7. 270. Würde ich sagen, ne? Und Achtergang ist denn absolut spritsparend. Deswegen ganz ehrlich, würde ich eigentlich, wer Sprit fahren will, kauft sich keinen John Cooper Works Countryman. Das ist doch so ein bisschen. Durch ist das Auto noch relativ sparsam. Natürlich würde jetzt irgendwie ein dicker V8 mehr verbrauchen als ein Vierzylinder. Jetzt ist vielleicht der Hubraum. Aber trotzdem, ne? So, das ist das gute Stück hier. Sieht sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er sieht auch, finde ich, ein bisschen sportlich aus. Muss ich ja sagen. Und tief genug ist er. Ja. Nicht. War mein schönes Auto. Ich dachte, ich fahre mir schon in die Karre. So wie er jetzt zum Beispiel. So. Beschleunigen war aus dem Stand. Allradantrieb. Also, jetzt sollten wir eigentlich keinen haben. Oder Traktionsprobleme. Oh, alter Junge! Meine Güte, geht der ab! Ich würde erst sagen, der ist zu langsam. War zu wenig Leistung. Bullshit. Geil. Das gefällt mir. Mal gucken, ob der auch 280 schafft auf der Autobahn. Würde mich mal echt interessieren. Ob der in der Lage ist, so schnell zu fahren. Also für 80 nochmal wäre ich echt zufrieden. Ist auf 380 EBS, 280 ist in Ordnung. So, dann haben wir Drehung. Der Start, der geht super ab.
war so drei, so knapp unter 4 Sekunden auf 100, ist in Ordnung für 380 PS. Das ist echt akzeptabel. Auch für so ein Auto. So, 7. Die 380 sind nicht drin. Also das wird knapp. Oh. Komm! Ja! Ich hätte sie kurz drauf in 280. Ich hätte sie ganz kurz drauf. Ja, ich habe es genau gesehen. Auch wenn es für einen Frame war oder so, ich habe es gesehen. Ah. Okay, das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich guck mal kurz, wie weit wir bei Ischas Taxen sind. Mache ich da erstmal weiter. Danach gibt es noch ein Rennen mit dem Mini. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Einteilung. Kann ich mal währenddessen, wenn es erledigt, kurz mal auf die Aufnahme gucken, die auch gut läuft. Ja, in der Tat. So, also fehlen ja noch zwei Kapitel bei Ischas Taxen. Let's go. Ist dir aufgefallen, dass die Anzahl seltsamer Versicherungsfälle seit Beginn unserer Arbeit zugenommen hat? Mir schon. Üben wir vielleicht einen schlechten Einfluss aus? Nee. Und hier ist so ein Fall. Der Klient möchte die absoluten Grenzen der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Myers-Manx Strandbuggies prüfen. Okay. Können wir gerne machen. Dasche, wenn wir den Strandbuggy testen sollen, werden wir eben den Strandbuggy testen. Ach du meine Güte. Oh. Ach du meine Güte. So ein bisschen weich die Federung. So ein bisschen. Gottes Willen. Dieser Flugplatz ist ein erstklassiges Testgelände und weit entfernt von neugierigen Blicken. Ich wusste, dass Versicherungen ein schwieriges Thema sind, aber nicht, dass es so beliebt ist. Ach ja. Du alter Hans, du. Nun, der Manx wurde ausgestattet mit den neuesten Beschleunigungsmessern, lateralen G-Kraftmessern und Aufprallsensoren. Ich werde mit den Daten ein detailliertes Telemetrieprofil erstellen. Von dir erwarte ich nur, dass du fährst, als hättest du keinerlei Sicherheitsbedenken. Hab ich auch gar nicht. Ich meine, bei diesen Aufprallsensoren, also... Ich sehe es als Zeichen meiner Anerkennung, wenn ich annehme, dass dir das nicht schwerfallen wird. Wow. Good job, Fabian. Na komm. So, ist eine Hopserei hier. Lalalala, ist doch ein schöner Tag. Okay, so über die Straße gesprungen. So schnell war ich. Also im Gelände geht er nicht ganz gut. Aber auf der Straße gerade absolut furchtbar. Da will ich keinen Meter mitfahren. Oh! Das war genauso gewollt, natürlich. Das war nicht knapp, das war nicht Glück, das war absolut gewollt. Wisst ihr doch. So, okay, der geht echt gut. So, ein bisschen driften hier und da. Ist ja eine Driftzone hier in der Ecke. Sollte man driften. Kreis drehen hier. Ich weiß nicht, was man Punkte mehr macht.
Hui. Damit haben wir die Belastbarkeit des Myers-Manx erfolgreich geprüft. Wozu? Weiß ich nicht. Wir haben keinerlei Meldungen über Schäden an Strandbuggies erhalten. Von unserem eigenen mal abgesehen. Ah, nur 2 Sterne. Ach, nicht, ey. Oh, die Musik ist so laut. Bla, bla, bla. Ich muss darüber reden. Ich hasse dich, Forza. La, 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 la. Jetzt geh doch mal aus, Alter. Mann, ich will die Musik nicht hören. Weil ich wahrscheinlich GEMA-geschützt ist und dafür auf den Sack krieg. La, 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 Einfluss und Forza, Einfluss, juhu. Und Level 47, die Autoaktenstufe 8. Diese tolle Musik geht mir richtig auf den Sack. Hat sich ein bisschen gereimt. Und einen Horizon Wheels bin. Und der meiste Mengs ist auf Stufe S1. Und ich gewinne 15.000. La 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 la. Wie furchtbar ist das? Also gerade als YouTuber ist das wirklich ein Arschtritt. Deswegen, das sind volle Kanne, die Musik läuft, aber richtig laut. Man sie nicht ausmachen kann. Das ist natürlich für YouTuber sehr praktisch. So, und das letzte Kapitel. Nummer 10. Ich fürchte, dies ist unser letzter gemeinsamer Fall als Kollegen und soziale Weggefährten im Arbeitskontext. Fürs Erste. Solange es Versicherungen gibt, mein Freund, gibt es auch seltsame Versicherungsfälle. Bei diesem Exempel hat der Klient einen 2,6 Liter Wankelmotor in einen serienmäßigen Mazda Miata MX-5 eingebaut. Wie du weißt, sind solche Motoren eher üblich in leistungsstarken Propellerflugzeugen. Ja. Würdest du den Wagen bitte nehmen und ermitteln, wie sehr das schiefgehen kann? Oh Gott, ja. Schon das ein 787B. Warum auch nicht? Testphase findet auf gewöhnlichen Landstraßen statt, die leicht geschwungen an der Küste verlaufen. Alles gut, alles safe. Alles safe. Gott. Die Sprunglage ist hier exzellent. Das ist halt übel. Stell dir vor, du brauchst auf so einen Motor noch ein Turbo drauf. Ja, aus. Kannst du dir vorstellen? Die Daten sind zweckmäßig, aber unvollständig. Mach dir bitte keine Gedanken wegen des Heulens, das ist ganz normal. Bitte bemühe dich um weitere Informationen. Ja, das Heulen ist ganz normal, ja, das stimmt. Das musst du bei einem Motor. Wenn er nicht heult, dann ist er irgendwie kaputt. Ah, dann muss da irgendwas falsch sein. Der muss sich so anhören. Gut, kommen wir zur städtischen Testphase. Bitte berücksichtige den Verkehr und den wechselnden Asphaltzustand. Natürlich. Bitte vermeide Kollisionen mit Stadtfahrzeugen. Was? Das wird hier noch nie passieren. Ja. Erste Kollision. Soll ich mit Stadtfahrzeugen, aber... mit der Stadt selber. Ja, das Spiel ist ganz in Ordnung, glaube ich. Ist schon von 300 hier. Na, easy. Im MX hin von der Stadt. Rüber. Autobahn, auch sehr schön. Größere Beschleunigung könnte uns zu größerer Erleuchtung verhelfen, meinst du nicht? Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist endlich meine Meinung. Ausgezeichnet. Nun beginnt die Autobahntestphase. Bitte überschreite auf diesem Abschnitt 320 Kilometer pro Stunde für die optimale Datenerfassung. Mach ich. Ich versuch's zumindest. So, einmal Augen zu und durch. Oh, easy. Oh, nicht aufschaukeln. Ups, das hat keiner gesehen. War vielleicht ein bisschen zu weit in.
Gott, Alter. So, ganz schnell. Könnte knapp werden, oder? Aber doch, ich denke, ich schaffe das. Komm, eine noch. Ah, interessant. Meinen Berechnungen zufolge müsste eine solche Belastung zur vollständigen, spontanen Zerlegung des Motors führen. Und doch stehst du hier. Hä, was? Ich fahre doch nur 9000 Umdrehungen. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Tja, ich muss sagen, ganz gleich, ob die Behauptung belegt oder widerlegt wurde, es hat viel Spaß gemacht. Und oh ja. Ich muss dir danken. Ich weiß, du hast beim Festival viel zu tun. Sicher sehe ich dich noch öfter. Aber falls du je aufhörst, solltest du über eine Versicherungskarriere nachdenken. Auf jeden Fall. Doch wie du weißt, immer viel zu tun. Ja, immer schwer beschäftigt, immer viel zu tun. Immer busy, ne? Big im Business. Big im YouTube-Business, big in jedem Business. Weißt du doch. Na, kaum Zeit, aber für dich. Für dich kann ich mal ein paar Minuten frei machen. Das kriege ich schon irgendwie hin. So, und Stufe 9 müsste ich jetzt sein, oder? Genau, gibt's auch eine Belohnung jetzt oder so? Oder war's das? Ich denke mal, das war's. Hans zeigt das vielleicht nicht, aber er ist echt sehr dankbar. Er legt wirklich gern Testbedingungen fest, fährt aber nicht gern. Ich fahre gern. Und das andere kann er machen, mit dem wir festlegen. Boah, ey, der Mini, der geht ab. Geil. So, ein Rennen machen wir auf jeden Fall noch, ja. So, bei dem PS-Tanz habe ich, glaube ich, schon alle, habe ich alle drei gemacht, genau. Ich kann auch mal, habe ich den auch schon? Ja. Ich kann mal kurz zeigen, wie man den Mini eigentlich bekommt. Wieder mal in der Festival-Playlist oder Festival-Spielliste, und zwar jetzt im Winter. Wenn man 50% erreicht, bekommt man den Mini Countryman. Also was für 50% reicht, sind halt einmal den Monatsrivalen oder ein Abenteuer. Dann die drei PR-Stunts und halt noch diese eine Meisterschaft. Weil die Winter Wonders, die sollte man sowieso machen, weil da gibt es als Belohnung den 2018er Mini John Cooper Works Buggy. Dieser, ne? Den ich auch schon habe, logischerweise. Also kann man quasi mit einer Klappe zwei Fliegen schlagen. Heißt das Sprichwort so? Ich glaube schon. Halt, man will 50% machen, aber dann gleichzeitig beide Minis. Das ist halt sehr cool. Ich habe noch den 9146 mal als Belohnung. Ich glaube hier den alten Mini X-Raid. Countryman. Ich glaube, das ist der alte. Also ich glaube, gibt es einen neueren? Ich weiß es nicht. So, was gab es denn letzte Woche eigentlich? Genau, da gab es den MC12 Corsa. Den gab es auch für 50%. Da habe ich Forzaton. Ein paar Challenges. Habe ich auch nicht so viel gemacht. Und im Sommer. Ja, da habe ich. Oh, ich mache ja, ja nicht so viel gemacht. Aber auch habe ich immer halt die Autos, hole ich mir. Was es halt geil im Frühling gibt. Halt hier nichts Besonderes. Dann bei den Meisterschaften soweit. Ja, 15 GTO kennt man. Zum Kanal Ten Focus. Aber hier. Der Apollo und Tänzer Emotionen, den will ich haben. Und da freue ich mich drauf. Und denn den auf der Teststrecke darum zu prügeln, das wird, glaube ich, echt, echt geil. Ich warte mal hier. So ein 3-Ründchen rennen. So. Bla, bla, bla. Solo natürlich. Ein Solo-Cover. Welche Klasse ist der eigentlich? Der ist sogar Offroad. Okay. Hier ist vielleicht nicht ganz so mit gerechnet, aber gut, wenn Forza meint, das ist Offroad, dann ist das Offroad. Komm, vier Röntchen, ne? Wenn schon, denn schon. Das, ja, das ist Offroad. Das ist Offroad. Das ist alles hier Offroad. Aber das doch nicht. Ach, Forza.
Da ist kein Auto für Offroad. So, doch, glaube ich, kennen mir die Fahrer behaupten. In meinem Tuning ist das sowieso kein Auto für Offroad mehr. Ich mag die Scheinwerfer. Sieht echt gut aus. Wenn so ein Ford bleibt, das ist natürlich auch ganz nett. Der da rechts neben mir steht. Oder von vorne aus gesehen links. Ich fahre mal auf Profi. Soll ich eigentlich auch hinkriegen? Und dann legen wir los. Sorry. Fahr mal durch, bitte. Dankeschön. Wird doch gleich wieder hell, also dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Man fährt sich eigentlich, fährt sich ziemlich agil. Hier habe ich schon den Jeep Wrangler Rubicon. Warum wir überlegen waren, war den zu fahren. Er ist aber nicht geworden. Zur nächsten Folge gibt es dann den Nissan Titan Warrior Concept. Das kann ich schon mal verraten. Oh, ich habe einen guten Speed aber gerade. Ja, aber da wäre es noch weiter rechts, meine Freunde. Ihr seht, dass er rechts ein Auto kommt, am besten noch weiter rechts fahren. Das macht es viel besser. Boah, bremsen ja mal stark hier. Na, den krieg ich auch noch. Und zwar diese Runde. Hoffe ich zumindest. Das Stück ist ganz geil eigentlich. So mit dem Mini. Fährt sich gut. Schneller braucht er echt nicht. Also der geht echt so klar. Ah, schön. Was ist denn er da? Überrunde ich den jetzt gerade oder? Ja, gleich. Ah ne, das ist der erste Platz. Ups. Ich bin doch ein Idiot, Fabian. Ich wollte schon sagen, also überrunden wäre ein bisschen unwahrscheinlich gewesen. So, das ist der erste. Ich dachte, das wäre der erste gewesen. Wenn ich darauf geachtet. Lol. Also ich kriege auch noch meinen Freund. Aber noch zwei Runden Zeit. So. Ne, geht auch viel schneller. Das ist ein Ford Raptor, ich glaube ein älterer, oder? Also letztes Mal war das ein 11er. Das ist doch richtig gesehen. Aber der geht immer gut ab, muss ich sagen. Der Ford vor mir, also Beschleunigung. Da macht der mich aber fertig. Falls es ein Ford ist. Jetzt echt geil, der Mini. Fühlt sich sehr sportlich an. Wie der in den Kurven geht, ey, sauber, wirklich.
Vielleicht geschafft. Ich glaube noch mit dem Wagen. Echt heftig. Hat dann sogar, glaube ich, mehr Spaß als der normale Mini Cooper. Das ist der John Cooper Works Convertible. Fährt sich der jetzt geiler. Glaube ich auch, da der schneller macht, auch deutlich mehr Laune. I like it. I like it very muchos. So. Was ist da, glaube ich, ein älterer Raptor? Mit der Dabak habe ich gar nicht gesehen. Da war ich zu langsam für. Ein bisschen Einfluss für den Influencer. Mit 385 Abonnenten. Ja, richtiger Influencer bin ich. Ich beeinflusse die ganze Welt durch meine Videos. Also nicht. So, dann bin ich ein sehr tolles Auto. Und ich beende die heutige Folge. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.